Hallo, Montagmorgen und herzlich willkommen. Gleich mal, sorry, ich muss den Akku laden. Ah, Katastrophe. Wo schon losgeht. Wenn es so schon losgeht, ladet der. Ich hoffe doch. Also nochmal, herzlich willkommen zu dieser Folge. Montagmorgen, ich weiß das Datum gar nicht. 17. müsste sein. Ich habe noch den Rampentieflader dran, den hänge ich jetzt erstmal ab. Jetzt ist die Halle wieder frei nebendran. Fahre ich den erstmal raus. Und dann hänge ich mein Dreieckser drauf. Dann fahre ich nach Ladichemhofen 29. Container drin, ne? Ich habe Schuhe an. Ach Gott, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Montagsmorgen ist immer Chaos. So, T29. Geht dann rüber nach Dittelsheim-Hessloch. Ja, genauso wie es sich anhört. Lässt sich auch fahren.
Weg nach Dietelsheim, Hessloch. Fahre jetzt diesen Weg hier. Ich bin quasi sozusagen bin ich an meinem Zielort vorbeigefahren und komme von der anderen Seite rein. Weil ich weiß, den direkten Weg wäre quasi Westhofen durch. Nicht nur, dass da eine sehr, sehr enge Stelle drin ist, sondern da ist auch eine Baustelle und ist wohl zurzeit für LKW gesperrt. Ich weiß es nicht genau. Ich meine aber, das wäre so. Jetzt habe ich hier noch mit dieser hier, ich glaube, 2 oder 3 Ortschaften, die ich durchfahren muss. Und dann bin ich halt aber auch da. Stellenweise eng. Aber ich sag mal nichts, was nicht machbar wäre. Aber rufen jetzt an. Wieso ist mein Telefon nicht verbunden? Moin. Okay, dann halt nicht. Durchfahren. Danke. Lass mich. Jo, dann fahre ich. Das Schlimmste haben wir schon. Nochmal, okay. Baustelle drin, okay. Oh, wahrscheinlich hier. So, ich will mal gucken, dann geht hier vorne, geht nach links ab, knickende Vorfahrt und ich meine, ich muss dann rechts rein und dann bin ich in meiner Zielstraße. Wenn mich denn alles täuscht. Müsste das dann die Bahnhofstraße sein? Reingefahren ist.
jetzt aber gleich die Bahnhofstraße kommen. Dankeschön. So, hier irgendwo muss gleich ein Bus stehen von uns. Also in der Zielstraße bin ich hier. Ich bleib mal hier vorne. Sorry, ich hab geschlafen. Parkkasse. Danke. Ich bleib hier mal stehen. Bahnhof. So. Bahnhof. Ich muss mal kurz den Kollegen anrufen. Also, weiter geht's. Also, wir können dann hier, da geht gleich eine Ladestraße rein, die kommt hier wieder raus. Und die können wir reinfahren. Wir können da den Bagger runterschmeißen, runterwerfen. Da drin. Bagger hat Gummiketten. Vorne ist der Baggerfahrer. Ja, muss hier irgendwo sein in der Nähe. Da reinfahren. Ich da reinkommen. Alle komm. Da reinkommen. Alter Schwede. Ja, laut. So, eigentlich bleibe ich hier stehen. Laut hier ab, fertig. Hier auf die Gegenseite darüber. Jetzt mal hier ein bisschen vom. Nein, nein, ich bleibe hier. Ja. So, da sind wir zu Hause. Blöde Backe, vorne sieht man der Arm. Baustelle ist auch gleich hier. Ist eine kleine alte Scheue. Schuppen. Jetzt wird es aber warm. Ich leck mich am Zügerli. Heute Morgen geregnet. Und jetzt wieder. Jetzt brennt der Planet wieder. Schon läuft die Brühe. Der Ast ist ein bisschen, aber ich denke, das geht alles. Thank you.
Also, ich fahre jetzt nach Hause, lade die 716. Die soll ich runterfahren an den Tunnel. Ist jetzt natürlich bei dem Wetter komme ich da niemals hoch. Naja. Gucken, wie wir das wieder machen. Oh, Kollege. Kleine Planänderung. Die 716 steht hier noch. Ich fahre jetzt erst einen Bagger hoch nach Sembach und Heuberg. Der Bagger, der dort steht, der ist defekt. Der hat geplatzte Wasserschlauch, geplatztes Gummi. Und fahre ich den dann hoch schnell. Und dann fahre ich wieder runter, dann lade ich die 716. Das ist ja gleich gemacht. Gleich gemacht. 20 Minuten nach 1 haben wir. Ich bin quasi schon einmal an der Baustelle vorbeigefahren. War jetzt gerade hier hinten dran auf dem Parkplatz drehen. Wenn alles gut läuft, kann ich direkt wieder durchfahren. Ah ne, bin schon zu spät. War zu langsam. Ah, Skandal. Egal, dann warte mal halt. Weil rückwärts komme ich gar nicht mehr hoch. Ich habe ehrlich gesagt auch Bedenken, dass ich es vorwärts schaffe, da hochzufahren. Da habe ich schon ein paar Bedenken dann, ja.
bin ich schon mal hierher gefahren. Wäre vielleicht da vorne nicht die erste Einfahrt, wenn du dort reinkommst, sondern die zweite wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen zum Drehen, aber ich, also komm. Die 10 Minuten hast du noch. Darauf kommt es jetzt nicht an. Da schon die Tieflader ein bisschen höher gehoben. Also dann vorne an der Baustelle, du kommst flach rein und dann geht's auf relativ kurzer Strecke geht es dann steil hoch. Also da musst du fast schon Angst haben, dass ich vorne, dass ich aufsitze. Obendrauf ist dann wieder jede Menge Platz. Ja, da kann ich wieder Achter fahren. Ich werde dann wieder rückwärts runterfahren und dann, dass ich wieder Richtung, die ich jetzt fahre, dass ich wieder Richtung Heimat rollen kann. Oh ja. Sorry. Sauerstoffmangel. Der mich, der ist aber lieb. Danke. So, ich muss ein bisschen öffnen. Noch da ist ja schon da. Da kommt der nächste. Geluft.
ich da hochkomme. Gleich alles geben, ja. Sehr steil, sehr steil. Ich glaube es fast nicht. War gerade mit der Turbo mit HD-Kupplung. Ah, doch, geht. Also ich gebe minimal, wirklich minimal Gas. Jetzt kommt gleich die Kuppe. Das ist der Punkt. Als erwartet. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, ist eigentlich von alleine rollen. Ne? Ja, packt es nicht ganz. Also wirklich, geht minimal, ganz, ganz. Wenig Gas. Jetzt wieder ausmachen. So, bleib hier neben an der Seite stehen. Mal rückwärts wird, glaube ich nicht funktioniert. Ich glaube, das hätte er nicht geschafft. So. Ach ja. Da steht's Räubchen. Jetzt fahre ich nach Hause, Sattel um. Hab gerade gesehen, ich habe meine rechte Begrenzungsleuchte am Tieflader ohne habe ich geschossen. Das Glas lag auf dem Tieflader oben drauf, aber ich weiß nicht wo. Man sieht sonst gar nichts. Entweder habe ich hier unten in der Kurve, da kam mir ein LKW entgegen vorhin. Bin ich ganz rechts rausgefahren, ob ich da irgendwas erwischt habe, weil ich sehe nichts am Reifen, ich sehe nichts am Tieflader oben. Also es ist nichts, kein Kratzer, gar nichts. Einfach nur die Lampe ab. Am besten wäre es, ich wäre hier ohne an der Einfahrt am Bauzaun, dass ich da hänge geblieben wäre. Aber dann wäre ich auch an der rot-weißen Schilder an der Lampe hängen geblieben. Ja? Und die sind noch alle dran. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwo. Ich habe echt nichts gemerkt. Ich merke schon lange nichts mehr, merke ich gerade. Guckt, ob ich die Lampe hier liegen sehe irgendwo, weil es ist nur noch innen drin der Draht ist halt und die dieser Plastik LED oder dieser Plastikteil, wo die LED Leuchten drauf sind, das ist noch da. So, sitze ich hier auf oder sitze ich nicht auf? Ja, sieht gut aus. Ach. Mal kurz von der Bremse runtergegangen. Bringt nichts. Uiuiui, wo fahre ich denn rum? So, guck
nicht an. Da hätte ich den Bauzaun wackeln gesehen. Ich kann mir es echt nicht erklären. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. An einem Fahrzeug oder so oder irgendwas. So, waren das hier alle? Ich hoffe doch. So ist jetzt halt vorne raus nichts mehr, ne? Hier am Zaun, ne? Aber hier liegt nichts, ne? Nö. Hier liegt nichts. Weiß es nicht wo. So, hier mit rüber, hier mit raus. Achtung, gleich piepst. Jawohl, sorry. Geht gleich weg. Wenn wir halbwegs grad spuren. Der liegt hier, wie gesagt, das Schild durch, den könnte ich vielleicht erwischt haben. Liegt hier eine Lampe irgendwo. Ich hoffe nicht. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich irgendwas kaputt gefahren habe oder so. Man sieht auch nichts am Reifen, ohne dass ich irgendwie Bordstein erwischt habe oder so, ja, der ist genauso grau wie die ganzen anderen Reifen halt auch. Ich habe echt keinen Plan. Echt keinen Plan, was ich da erwischt habe. Ich hoffe nichts. Ich werde jetzt gleich nochmal zu Hause anrufen und werde das sagen, dass ich mir eine Lampe weggeschossen habe. Ich aber nicht weiß wo. Falls sich irgendjemand meldet, das war ich, dass die halt schon mal Bescheid wissen. Das ist die Feierabendtour für heute. Da kann ich hier drehen gleich, ne? Na egal. Oh.
Gut, ja. Gut. So. Schnell abhängen. Dann fällt es also ein bisschen runter. Dienstagmorgen. Ja, Fahrt hier noch an. Hab den 946 noch geladen, den bringe ich jetzt schnell rüber in die Werkstatt. Mal gucken, da werde ich gleich noch ein Rad wechseln am Tieflader. Werde ich vermutlich wieder umsatteln. Vermutlich. Und werde dann in Sembach wohl ein Radbagger laden für nach Ingelheim. Ich habe 80 Tonnen und du? Scheiße, 12. Sicher? Okay, er hat gewonnen. So. 10 nach 7. Bagger abgeladen. Zwei Reifen sogar getauscht. Jiménez. Ja. Jetzt fahre ich rüber, Sattel um.
meinen Dreiechser aufnehmen und dann lade ich den Gummikettenbagger, der hier den ganzen Hof versaut hat. Und der geht dann runter nach Ingelheim, alter Schwede. Ganze Hof versaut. So, muss jetzt nicht da, wo der rauskommt, sondern noch eine vorne dran. Da muss ich, ach, hier ist 30, sorry. Hier ist 30, stimmt ja. Sondern noch eine da vorne dran, vorne, wo die Verkehrsinsel ist. Ich hoffe, dass ich da reinkomme. Da muss ich dann rückwärts rein. Die Berliner Straße. Natürlich direkt die Verkehrsinsel da vorne dran, ne? Da, wo das schwarze Fahrzeug rechts gerade rauskam. So, jetzt kriegen wir noch. Okay.
Kinder dran, müssen wir hin. Gut. So, steh auf dem Bad stehen. Danke. Bäume da hinten dran, jetzt sehe ich da gerade gar nichts. Weiter zurück, ja? Dorin. Ja, ich fahre noch ein Stück retour. Mama halt kurz zu! Wilhelm, bremst bitte alleine. Katastrophe. So, ich habe Lehe. Gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Alles gut. Geht. Danke. So. Wunderbar. Jetzt werde ich wahrscheinlich, ich habe gesagt, von Westheim, aber ich vermute, da wo ich gestern den kleinen Cutbagger hingebracht habe, ich vermute dahin. Der hat nicht viel Arbeit, der musste eigentlich schon wieder fertig sein. Ja, weil in Westheim drüben steht kein Bagger. Westheim ist der Nachbarort. Gerade mit dem Kollegen geredet, da steht kein Bagger, da steht ein kleiner Radlader. Sonst glaube ich nichts mehr. Gucken, ich habe den jetzt mal angerufen. Den Baggerfahrer geht momentan, geht er nicht dran. Schauen wir mal. Meldet er sich ja gleich. Noch ganz kurz warten. Ja, er hat noch eine halbe Stunde Arbeit etwa. Bleibe ich hier kurz stehen und dann lade meine Bagge. Den nehme ich dann mit nach Hause. Also es ist der 315. So, hier müsste eigentlich was durchkommen, wenn da was kommt. Ne? Ach, sorry, ich habe die ganze Zeit telefoniert, deshalb habe ich nicht früher gefilmt.